Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu diesem neuen Fiesta Online Video. Heute wollen wir mal eine Live-Tour durch Marcus machen. Guck mal, ich habe sogar eine 90er Army. Plus 11 ist das, oder? Ich möchte sagen, es ist plus 11. Kann auch plus 10 sein, weiß ich nicht. Kann ich auch nachgucken. Na, jedenfalls, Server Marcus. Ja, warum gucke ich mir den nochmal genauer an? Weil, wie ihr alle vielleicht schon bemerkt habt, haben wir in der RestGG Community einen Marcus-Influencer, nämlich Mr. Panda Profilbild. Ja, und weil er durchaus freundliche Kommentare schreibt, dachte ich mir, okay, Panda, wir legen jetzt mal die Pandas auf den Tisch und gucken mal an, wie gut dein Server wirklich ist. Also der Server, auf dem du zockst, und guck mal, was ich hier noch für ein Reit hier habe. Guckt euch das mal an. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo ich das her habe. Sieht auch nicht so wahnsinnig. Ich glaube, das war, glaube ich, nur ein besserer. Viertes Jubiläum von Fiesta Online? Ganz sicher? Weil viertes Jubiläum klingt so mega oldschool. Nee, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja, kann sein, aber ist auf jeden Fall ein Sammlerstück, wenn ihr. Guck mal, sieht man nicht so oft Leute hier mit rumriden. Ist selten, ist selten. Ist nicht schlecht, sag ich mal so. So, wir legen jetzt mal die Pandas auf den Tisch und gucken uns die Situation mal an. Oh, oha, oha, oha. Naja. Ja, mein Bro, Panda-Profilbild. Also hier ist schon was los, aber im Vergleich zu Easel, ihr kennt meine morgendlichen Aufnahmen von Easel, weil das Argument zählt jetzt nicht, wenn ihr sagt, haha, ja, RestGG, es ist ja 7 Uhr morgens. Wie ihr wisst, habe ich in den letzten. Oh, Broxer ist ein League of Legends-Spieler, den ich sehr feiere, aber ich glaube nicht, dass das dieser Broxer ist. Ja, sieht auch gut aus, Ryoku, auf jeden Fall. Vielleicht ist hier sogar Panda-Profilbild in dem Video, vielleicht war es er bei ihm, naja. So, also es ist ein bisschen wenig los, muss ich sagen, aber es ist doch mehr los als auf den anderen. Also, ihr wisst, welches Server ich meine. Ich würde sagen, in Sachen Popularität ist es so, Easel auf 1, ganz klar, aber mit weitem Abstand. Wie ihr habt es gesehen, morgens ist auch auf Easel so enorm viel los, ja. Auf Platz 2 würde ich jedoch Marcus ordnen, ja. Ja, ich wollte noch mal kurz gucken. Ja, wahnsinnig viel Zeug. Ach, das mit den Preisen ist eigentlich interessant, ne? Naja. Ja, ist eigentlich. Erinnert mich eigentlich relativ stark an Easel, muss ich sagen. Joa, gut. Sehr interessant, muss ich sagen. Ja, wir gucken uns mal noch ein paar andere Cities an. Natürlich. Das Reit hier ist echt witzig. Ich glaube, ich werde trotzdem in Zukunft wieder Easel-Videos machen, no offense. Also hier ist schon was los. Marcus könnte ein Server sein für Leute, die sagen, ja, Easel habe ich gerade nicht so viel Bock drauf. Oh, ich hoffe, ich habe keinen Port-Bug. Ich habe null Bock, das jetzt mit dem dann neu zu machen hier alles. Ja, nice. So, man würde ja sagen, auf Marcus sind viele Anfänger. Gucken wir uns mal Ruhm an. Also Touren durch die einzelnen Städte wollte ich auch noch machen demnächst. Also aber auf Easel. Das wollte ich dann irgendwie so Hood. Weiß ich nicht. Es Hood Report oder so wollte ich das nennen, wo ich dann so auf Easel durch Ruhm, Elde und Uruga ride und gucke, was da so los ist, um noch ein bisschen einfachen Fiesta Online-Content zu machen. Um richtig. um in Sachen Fiesta Online-Content mal aufs nächste Level zu gehen, meine ich natürlich. Das wird dann in den nächsten Tagen vielleicht kommen, wenn ich nicht noch eine andere geniale Idee habe dazwischen. Ja, Panda-Profil wird. Ich muss leider sagen, also. Gut, es ist 7 Uhr morgens, aber ja, ich bin nicht so 100% sold, ehrlich gesagt. Ich sag mal so, also was halt schwierig ist, wir haben Easel in Sachen Popularität auf 1. Und wenn wir jetzt sagen, Marcus ist in Popularität auf 2, dann würde man ja meinen, okay, ist vielleicht so ähnlich wie Easel, ist nur ein bisschen weniger los. Also ein bisschen weniger würde ich nicht sagen. Hier ist schon wesentlich weniger los, ja, auch wenn es 7 Uhr morgens ist. Leute, guckt die Easel-Videos 7 Uhr morgens, da ist schon mehr los. Also man kann hier trotzdem Spaß haben auf dem Server, ganz klar. Und wenn Panda-Profilbild hier Spaß hat, freut mich das für ihn wirklich. Bloß wie wir sehen können, ist hier auch nicht so wahnsinnig viel los gerade. Was haben wir hier so? Wachen-Drops. A Joker. Ja, es sind alles relativ niedrige Level hier. Ja, Leute, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau. Ist auch ein Anfänger. Guck mal, der Anfänger kämpft hier um seinen Silber. Ah. Hat nachts nichts verkauft, wird auch traurig sein. Leute, ich kauf ihm irgendwas ab. Ja, komm. Komm, dann freut er. Ja, okay, 100 Silber, so spendabel bin ich dann auch nicht, aber komm. Wer seinen Nachtshop aufstellt und nichts verkauft, dem spende ich hier auch mal 30 Silber. Oh, da hat irgendwas geleckt. Ist hier jemand neu gekommen?
Nee. Ja, Pandaprofil, das kann sein. Also ich denke mal, nachmittags und abends ist hier schon mehr los, aber ich denke im Vergleich zu Isel doch weniger. Naja, ich guck mal, wie lange ich aufnehme. Ja. Bisschen kurze Episode. Auf Isel war da noch ein bisschen mehr zu erzählen, aber ja, also wer einen alternativen Server zu Isel sucht, ich bin nicht 100% sicher, ob ihr auf Markus zufrieden werdet. Sieht okay aus, sage ich mal. Man müsste noch mal abends gucken, fairerweise. Aber wie bereits gesagt, die anderen Videos letzte Tage alle morgens Isel und da war, muss man sagen, schon mehr los. Aber auch mal ein bisschen was anderes gezeigt. Vielleicht hat es euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat und ein Abo, wenn ihr Bock drauf habt. Bis zum nächsten Video. Ciao.